Valeria ist in einem Container am Hangar Ende. Sie wird gut bewacht sein. Geh mir leise vor. Wir haben ein Angriffsteam am Hauptquartier. Sie brechen durch. Wir sollten als Verstärkung mit rein, Sir. Nein, alle Schützen halten ihren Sektor. Ich habe hier alles, was ich brauche. Wir gehen in die Offensive. Ist das klar? Yep, yep. Hast du das mitbekommen? Positiv. Team 2 hat's geschafft.
Alles sicher. Komm zum Container. Checken wir, ob Valeria noch hier ist. Sergeant, wir sind sicher. Ich bin am Container. Hau gegen die Tür, Sergeant. Geh mir sicher, dass Valeria da drin ist. Valeria! Jackpot. Jetzt sichern wir die Position, bis Ghost Soap und Rudy Graves haben. Gestern Bravo 6. Gefangene sicher. Roger, Wasser bleiben. Wir holen uns Graves. Hat Rodolfo die Türcodes? Nein. Er hat was klein wenig Stärkeres. Versperrt. Rudy, was hast du? Türladung. Nett. Feuer frei auf alles da drin. Wenn ihr Graves seht, ausschalten. Hey, Rudy. Tut mir leid um deine Basis. Mir auch, Bruder. Anbringen. 3, 2, 1. Einsatz. Kontakt! Erster Stock! Er haut ab. Ihm nach. Los, los, los! Erster Stock. Bewegung! Hier ist dein... Los! Erster Stock, Bewegung! Entwischt. Er kommt nicht weit. Er wird sich irgendwo verschanzen. Sieht aus, als könnten wir weiter. Zum Kontrollraum. Da ist ein Ausgang an der Rückseite. Graves muss da raus sein. Bewegung. Finden wir ihn. Erster Stock, Bewegung! Los! Erster Stock, Bewegung! Hier ist ein Feind.
Los, los, los! Erster Stock, Bewegung! Erster Stock, Bewegung! Erster Stock, Bewegung! Erster Stock, Bewegung! Alles okay! Los, los, los! Erster Stock, Bewegung! Erster Stock, Bewegung! Los, los, los! Erster Stock, Bewegung! Graves entwischt. Er kommt nicht weit. Er wird sich irgendwo verschanzen. Sieht aus, als könnten wir weiter. Zum Kontrollraum. Da ist ein Ausgang an der Webseite. Graves muss da raus sein. Bewegung. Finden wir ihn. An alle Einheiten. Achtung, Graves ist über die Mauer. Raketengas. Sind getroffen. Sind getroffen. Graves. Wir stürzen ab! Wir stürzen ab! Heilige Scheiße! Captain! Dieser verfickte Bastard Graves. Gehen wir rüber und halten ihn auf. Rodolfo, was ist auf der anderen Seite? Das Trainingsgelände. Was zum Teufel macht er da hinten? So, hilf mir rauf, danach helfe ich dir. Los, los, los!
Erster Stock. Bewegung. Dein Feind. Los, los, los! Erster Stock, Bewegung! Hier ist dein Feind. Los, los, los! Erster Stock, Bewegung! Er wird sich irgendwo verschanzen. Sieht aus, als könnten wir weiter. Zum Kontrollraum. Da ist ein Ausgang an der Rückseite. Graves muss da raus sein. An alle Einheiten. Achtung, Graves ist über die Mauer. Raketenwerfer! Sind getroffen! Sind getroffen! Price! Stürzen ab! Wir stürzen ab! Heilige Scheiße! Captain! Dieser verfickte Bastard Graves. Gehen wir rüber und halten ihn auf. Rodolfo, was ist auf der anderen Seite? Ich hab dich. Weiter! Machen wir das Arschloch fertig. Nimm meine Hand. Ghost, kommst du? Nein, Price und der Pilot brauchen Hilfe. Macht ihr zwei das. Da! Das ist nicht unserer. Heilige Scheiße, Graves hat einen scheiß Panzer! Ja. Sieht aus, als würden die Jäger zu gejagten. Das kein Arschritt ist. Kannst kaum erwarten, den Bastard zu grillen. Wir brauchen das Stärkeres, um Graves in diesem Panzer zu erledigen. Das ist unser Trainingsgelände. Hier gibt's jede Menge Zeit. Zieh dich um. So, such nach C4 für den Panzer. Du und deine mexikanischen Freunde habt euch mit den falschen Hombres angelegt, McTavis. Scheiße, ja. Sieht aus, als würden die Jäger zu gejagten. Das kein Arschritt ist. Kannst kaum erwarten, den Bastard zu grillen. Wir brauchen das Stärkeres, um Graves in diesem Panzer zu erledigen. Das ist unser Trainingsgelände. Hier gibt jede Menge Zeug. Sieh dich um. Ja. Sieht aus, als würden die Jäger zu gejagten. Das kein Arschritt ist. Kannst kaum erwarten, den Bastard zu grillen. Wir brauchen das Stärkeres, um Graves in diesem Panzer zu erledigen. Das ist unser Trainingsgelände. Hier gibt's jede Menge Zeit. Sieh dich um. So, such nach C4 für den Panzer. Du und deine mexikanischen Freunde habt euch mit den falschen Hombres angelegt, McTavish. Komm raus und lass uns drüber reden. Haltet ihr das für ein beschissenes Spiel? Wenn ihr Krieg spielen wollt, spielen wir beschissenen Krieg, Chico. Einer von euch Idioten muss als letzter sterben. Wer wird das wohl sein? Fick dich, Graves. Du hast eine gesunde Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten, so. Das mag ich an dir. Du bist Shepards Schoßhund. Du wirst dafür bezahlt, die Regeln zu brechen. Hier gibt's nur zwei Regeln, Jungs. Abhauen oder gewinnen.
Ratet mal, welche ich wähle. Sieh dich um, Sergeant. Hier sollte irgendwo C4 sein. Finde es. Hättest nach Hause gehen sollen, als du noch konntest, so. Du und das Arschloch mit der Maske, das sich hinter dieser Uniform versteckt. Du hast diese Uniform getragen. Die Uniform war ein Käfig. Diese Haut habe ich abgestreift. Wie eine verfickte Schlange. Wie ein verdammter Soldat, Junge. Du musstest dir deine eigene kleine Armee aufbauen, weil du es in der Echten nicht gepackt hast. Aus deinem Mund hört sich das amüsant an. Andererseits erinnere ich mich noch an mein erstes Rodeo. Dein Weg führt geradewegs in die Hölle, Junge. Ich sagte ja, geh nach Hause, aber du wolltest nicht hören. Dafür wirst du hängen. Sieh dich um, Sergeant. Hier sollte irgendwo C4 sein. Finde es. Spar dir diesen Ehrenscheiß, Johnny. Ich werde Tequila schlürfen und in einer Woche vergessen haben, wo ich deinen Arsch begraben habe. Das geht für euch beide. Das könnt ihr von euch nicht behaupten. Hey, Rodolfo! Denkt bloß nicht, los uno, cuatro, uno sind tu amigos. Denn das sind sie nicht. Ellos no le guste usted. Cuando esté es completo. Los amigos werden los vaqueros fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, pendejo. Comprende? C4 Soap, schalte Graves Panzer damit aus. C4 hat ordentlich Wumms, Sergeant. Benutze es. Ja. Sieht aus, als würden die Jäger zu Gejagten. Wenn das kein Arschritt ist. Kannst kaum erwarten, den Bastard zu grillen. Wir brauchen was Stärkeres, um Graves in diesem Panzer zu erledigen. Das ist unser Trainingsgelände. Hier gibt's jede Menge Zeit.
Schaffst du ja. Sieht aus, als würden die Jäger zu Gejagten. Wenn das kein Arschritt ist. Kannst kaum erwarten, den Bastard zu grillen. Wir brauchen was Stärkeres, um Graves in diesem Panzer zu erledigen. Das ist unser Trainingsgelände. Hier gibt's jede Menge Zeug. Sieh dich um. So, such nach C4 für den Panzer. Du und deine mexikanischen Freunde habt euch mit den falschen Hombres angelegt, McTavish. Komm raus und lass uns drüber reden. Haltet ihr das für ein beschissenes Spiel? Wenn ihr Krieg spielen wollt, spielen wir beschissenen Krieg, Fico. Einer von euch Idioten muss als Letzter sterben. Wer wird das wohl sein? Fick dich, Graves. Du hast eine gesunde Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten, Stoke. Das mag ich an dir. Du bist Shepherds Schoßhund. Du wirst dafür bezahlt, die Regeln zu brechen. Hier gibt's nur zwei Regeln, Jungs. Abhauen oder gewinnen. Ratet mal, welche ich wähle. Wenn es nach Hause gehen sollen, als du noch konntest, so. Du und das Arschloch mit der Maske, das sich hinter dieser Uniform versteckt. Du hast diese Uniform getragen. Die Uniform war ein Käfig. Diese Haut habe ich abgestreift. Wie eine verfickte Schlange. Wie ein verdammter Soldat, Junge. Das C4-Soap. Schalte Graves Panzer damit aus. Du musstest dir deine eigene kleine Armee aufbauen, weil du es in der Echten nicht gepackt hast. Aus deinem Mund hört sich das amüsant an. Andererseits erinnere ich mich noch an deine erste Rodeo. Schreibst du ja. Sieht aus, als würden die Jäger zu Gejagten. Wenn das kein Arschritt ist. Kannst kaum erwarten, den Bastard zu grillen. Wir brauchen was Stärkeres, um Graves in diesem Panzer zu erledigen. Das ist unser Trainingsgelände. Hier gibt's jede Menge Zeug. Sieh dich um. So, such nach C4 für den Panzer. Du und deine mexikanischen Freunde habt euch mit den falschen Hombres angelegt, McTavish. Komm raus und lass uns drüber reden. Haltet ihr das für ein beschissenes Spiel? Wenn ihr Krieg spielen wollt, spielen wir beschissenen Krieg, Fico. Einer von euch Idioten muss als Letzter sterben. Wer wird das wohl sein? Fick dich, Graves. Du hast eine gesunde Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten, so. Das mag ich an dir. Du bist Shepherds Schoßhund. Du wirst dafür bezahlt, die Regeln zu brechen. Hier gibt's nur zwei Regeln, Jungs. Abhauen oder gewinnen. Ratet mal, welche ich wähle. Wenn es nach Hause gehen sollen, als du noch konntest, so. Du und das Arschloch mit der Maske, das sich hinter dieser Uniform versteckt. Scheiße, ja. Sieht aus, als würden die Jäger zu Gejagten. Wenn das kein Arschritt ist. Kannst kaum erwarten, den Bastard zu grillen. Wir brauchen was Stärkeres, um Graves in diesem Panzer zu erledigen. Das ist unser Trainingsgelände. Hier gibt's jede Menge Zeug. Sieh dich um. So, such nach C4 für den Panzer. Du und deine mexikanischen Freunde habt euch mit den falschen Hombres angelegt, McTavish. Komm raus und lass uns drüber reden. Haltet ihr das für ein beschissenes Spiel? Wenn ihr Krieg spielen wollt, spielen wir beschissenen Krieg, Fico. Einer von euch Idioten muss als Letzter sterben. Wer wird das wohl sein? Boom! Gegrillt! Fick dich, Graves! Du hast eine gesunde Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten, so. Das mag ich an dir. Du bist Shepherds Schoßhund. Du wirst dafür bezahlt, die Regeln zu brechen. Hier gibt's nur zwei Regeln, Jungs. Abhauen oder gewinnen. Wartet mal, welche ich wähle. Sieh dich um, Sergeant. Hier sollte irgendwo C4 sein. Finde es. Hättest nach Hause gehen sollen, als du noch konntest, so. Du und das Arschloch mit der Maske, das sich hinter dieser Uniform versteckt. Du hast diese Uniform getragen. Die Uniform war ein Käfig. Diese Haut habe ich abgestreift. Wie eine verfickte Schlange. Wie
ein verdammter Soldat, Junge. Du musstest dir deine eigene kleine Armee aufbauen, weil du seine Echten nicht gepackt hast. Aus deinem Mund hört sich das amüsant an. Andererseits erinnere ich mich noch an mein erstes Rodeo. Dein Weg führt geradewegs in die Hölle, Junge. Ich sagte ja, geh nach Hause, aber du wolltest nicht hören. Dafür wirst du hängen. Spare dir diesen Ehrenscheiß, Johnny. Ich werde Tequila schlürfen und in einer Woche vergessen haben, wo ich deinen Arsch vergraben habe. Das geht für euch beide. Das könnt ihr von euch nicht behaupten. Das hat der Gräfst geleugnet. Johnny, ich werde Tequila schlürfen und in einer Woche vergessen haben, wo ich deinen Arsch begraben habe. Das geht für euch beide. Das könnt ihr von euch nicht behaupten. Johnny, ich werde Tequila schlürfen und in einer Woche vergessen haben, wo ich deinen Arsch begraben habe. Das geht für euch beide. Das könnt ihr von euch nicht behaupten. Johnny, ich werde Tequila schlürfen und in einer Woche vergessen haben, wo ich deinen Arsch begraben habe. Das geht für euch beide. Das könnt ihr von euch nicht behaupten. Das hat der Gräfst geläutet. Weiter, John. Hey, Rodolfo! Denkt bloß nicht, los uno, cuatro, uno sind tu amigos. Denn das sind sie nicht. Ellos no le guste usted. Johnny, ich werde Tequila schlürfen und in einer Woche vergessen haben, wo ich deinen Arsch begraben habe. Das geht für euch beide. Das könnt ihr von euch nicht behaupten. Das hat der Gräfst geläutet. Weiter, John. Johnny, ich werde Tequila schlürfen und in einer Woche vergessen haben, wo ich deinen Arsch begraben habe. Das geht für euch beide. Das könnt ihr von euch nicht behaupten. Johnny, ich werde Tequila schlürfen und in einer Woche vergessen haben, wo ich deinen Arsch begraben habe. Das geht für euch beide. Das könnt ihr von euch nicht behaupten. Das hat der Gräfst geläutet. Weiter, John. Hey, Rodolfo! Denk bloß nicht, los! Amigos, denn das sind sie nicht. Ellos no le guste usted. Cuando esté es completo. Los amigos werden los vaqueros fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, pendejo. Comprende? Bleib an ihm dran!
Geschafft, Soap. Dank dir, Hermano. Mit einem Gewehr zum Panzerkampf. Allerdings. Soap und Ghost. Bin bei Rudy. Graves ist erledigt. Wie geht's Price? Ist sauer, hat eine gute Zigarre verloren. Dem Piloten geht's gut. Ende. Alejandro, die Basis ist sicher. Graves ist tot. Wir kommen zu euch. Was ist passiert, mein kleiner Vaquero? Hast du einen Krieg gestartet? Die Gewalt scheint dir überall hin zu folgen. Ich liebe es. Dein Deal war nicht mit mir, sondern ihnen. Und ganz genau das war dein Fehler. Du wusstest von der dritten Rakete. Nachgezählt habe ich nicht. Ich habe Leute für sowas. Klar, sie lügt. Wo ist Hassan? Wo ist die andere Rakete? Chicago. Was zum Teufel ist hier los? Von Aufhalten war keine Rede. Es ging nur um den Standort. Escorpión de la Verga. Ich hab euch vor ihr gewarnt, oder? Ich bin Geschäftsfrau, Señores. Wachstum oder Tod. So funktioniert die Welt. Du hast jetzt ein Ziel auf dem Rücken. Nein, das Ziel ist in Chicago. Jetzt verschwindet das Las Almas, sondern findet es Penderos pa' fuera. Vorerst gehört sie dir. Wir kommen wieder. Ich freue mich darauf. Dann los. A la chingada. So, mach den Transport klar und hol Laswa. Hassan und die Rakete sind in Chicago. Esta noche las almas descansan. Ich bin bald schon wieder raus. Das kann ich über euch nicht sagen, Vaqueros. Was du getan hast, hat Konsequenzen. Es ist egal, was ich getan habe. Denn was davon könnt ihr beweisen? Du hast was zu tun. Bleib auf der guten Seite, Hermano. Bis zum bitteren Ende, mein Bruder. Alles Gute, amigos. Ghost! No te pierdas, carnal. A huevo! Nelson Nombre sagte, dass die dritte Rakete über den Hafen von Chicago in die Staaten geschmuggelt wurde. Hassan und seine Kämpfer sind auch dort. Wir wissen nicht genau, wo die Rakete ist oder was ihr Ziel ist. Hassan wurde zu einem Gebäude im Zentrum von Chicago gebracht, das einer Scheinfirma des Las Almas-Kartells gehört. Die Polizei sperrt die Straßen rund um das Gebäude ab. Sie halten nach einem gestohlenen Container voller Waffen Ausschau. Sie wissen nicht, dass es um eine Rakete geht. Hassan verschanzt sich vermutlich in einem geschützten Serverraum auf der 54. Etage. Ich bin vor Ort und suche die Rakete. Ich infiltriere mit den Marines über den Chicago River und gehe im Erdgeschoss rein. Ich beziehe gegenüber vom Ziel Stellung und gebe Feuerschutz. Zwei Helis landen auf dem Dach des Zielgebäudes. Einer mit einem Trupp Marines, der andere mit Soap und mir. Während Gas und die Marines nach oben vorrücken, arbeiten Price und Soap sich nach unten. Soap seilt sich zur Serveretage ab, wo wir Hassan in die Zange nehmen. Unser Primärziel ist, die Rakete zu finden und aufzuhalten. Ihr habt Freigabe, Hassan zu töten. Ultra 1 am Bravo 6, Kommando. Der Perimeter ist gesichert. Haben potenzielle Position des Raketencontainers, gehen jetzt rein. Bestätigt. Alle Bravos bereit machen. Es geht los. 05 bestätigt. Bravo 6-2 ist 20 Sekunden vom Zielgebäude entfernt. Wohl mehrere Alcatala im Innern. Ghost, Überwachungsposition. Roger, bin unterwegs. Unser Primärziel ist der 56. Stock. Ist gut gesichert und schwer zugänglich. Hassan könnte sich da verschanzen. Verstanden. Nageln wir den Bastard fest, Sir.